Diese Girlband könnte das kommunistische Nordkorea bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea repräsentieren. Moran Bong heißt die Gruppe. Sie verbindet patriotische Texte mit westlicher Popmusik. Die jungen Frauen werden angeblich von Machthaber Kim Jong-un persönlich ausgewählt. Auch ein bekannter nordkoreanischer Militärchor könnte bei den Winterspielen im Februar in Pyeongchang zu erleben sein. Vertreter der beiden verfeindeten Staaten beraten in Panmunjom in der entmilitarisierten Zone über den Auftritt von Künstlern bei den Spielen. Möglicherweise sind auch gemeinsame Darbietungen von nord- und südkoreanischen Künstlern angedacht. Südkorea hat bereits ein gemeinsames Einlaufen der Delegationen beider Länder bei der Eröffnungszeremonie vorgeschlagen. Mit dem jüngsten Treffen in Panmunjom setzen Nord- und Südkorea ihre Annäherung im Vorfeld der Olympischen Spiele fort. Wegen des nordkoreanischen Raketen- und Atomprogramms waren die Beziehungen zuletzt sehr angespannt. Formal befinden sich die beiden Staaten immer noch im Kriegszustand. Nach dem Ende der Kämpfe im Koreakrieg in den 50er Jahren gab es lediglich einen Waffenstillstand.